Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Ich bin so euer lieber Odo mit seinem Projekt Indien. Indien wird es vielleicht nicht, so wie es ausschaut, aber zumindest haben wir schon eine Kolonie und wir sind nicht so klein. In dieser Folge sollte es uns eigentlich gelingen, Äthiopien noch ein Stück rauszureißen und dann werden wir vielleicht diese Gebiete auch noch kolonialisieren. Schauen wir mal. Und dann sind wir fast schon eine richtige Kolonialmacht. Fast. Da ist noch so ein Gebiet, das nicht kolonialisiert wird. Ah, Niederlande und Frankreich versuchen, dieses Gebiet zu kriegen. Naja, soll sein. Wie schon gesagt, das wird diese Folge passieren. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Positivismus haben wir auch gleich. Das sollte uns auch wieder weiterhelfen bei der Alphabetisierung. Wir werden dann auch noch einmal. Yes. Stärke für unsere Truppen. Okay, machen wir Romantik. Na, machen wir die Eisenbahn. Oder günstiges Eisen. Eisenbahn. Machen wir mal Eisenbahn. Anorganische Chemie wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Machen wir anorganische Chemie. Ist, glaube ich, besser. Sollte außerdem auch relativ schnell fertig sein. Ja, ein bisschen länger als ein halbes Jahr dauert das. Es ist nämlich nicht nur industriell gut, sondern auch für unsere Truppenkörper. So, da bauen wir schon aus. Wir sind so frei. So, bauen wir noch ein paar Forts. Zurzeit haben wir das Geld eh. Wir könnten natürlich die Steuern senken, rein theoretisch. Okay. Und schon wieder die Grippe. Ich bin kein großer Freund von der Grippe, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe letztens wieder eine Armee gebaut gleich. Wo ist denn die Armee? Da. Ah, du bist da gebaut worden. Na dann. Auf nach Djibouti und holen wir uns diese Armee. Schiffstechnisch gesehen sind wir ja eine ziemliche Katastrophe. Ach ja. Militärisch auf 2. Militärisch 52, da sind wir 17 da nur. Also militärisch hinken wir ein wenig hinten nach. Aber gut, was soll ich tun? So, du kommst daher, weil dann haben wir noch die zweite Armee auch voll. Wir brauchen noch einen Husaren und einen Infanteristen. Dann haben wir drei volle Armeen. So wie ich mir das vorstelle.
Warte mal, wenn Jaisal Maar die Genfer Konvention unterschreiben konnte, heißt das, sie sind dann unabhängig von Großbritannien? Warte mal, schon mal so. Gibt es da Gebiete, die nicht mit ihnen verbandelt sind? Nö. Basta, Rissa, Mysore. Interessant. Was war das überhaupt? Kann ich das anschauen noch einmal? Nö. Na, wurscht. So wichtig wird es nicht gewesen sein. Ah, das da. Das war nicht Dings, das ist aber nicht irgendwie. Anorganische Chemie. Sehr gut. Eisenbahn. Auch die Eisenbahn ist natürlich nicht unwichtig. Ist natürlich nicht unwichtig für unsere militärischen Aufgaben, weil dadurch unsere Truppen schneller von A nach B kommen. Okay, Äthiopien. Ah, warte mal, apropos Äthiopien. Oromia. Oromia. Amhara. Warte mal, können wir Oromia überhaupt erobern? Ja, Gonder ist da oben. Gut. Das heißt, wir werden Äthiopien weiter ein wenig verkleinern, wenn in irgendeiner Weise funktioniert. Jetzt haben wir 5 Infamie-Punkte gekriegt, aber so langsam wie wir Krieg führen. Oder so wenig oder so. Ja, wurscht. Khorasan gehört uns. Egal, was ihr auch immer sagen mögt. Die Afghanen gehen mich echt an. Ich kann die nicht einmal unterdrücken, weil ich zu wenig Unterdrückungspunkte habe. Boah. Irre. Nehmen wir den. Angreifen tun wir mit denen eh nie. So, die USA. Wir verbessern unseren Wie schaut es bei euch aus? Minus 21? Wir waren schon auf Minus. Achso, weil meine Infamie wieder gestiegen ist. Italien? Weiß ich nicht. Naja. Verbessern wir doch auch. Die USA haben wir ja jetzt schon auf praktisch 100. Gehen wir wieder mit 2 Truppen rüber, oder? So, außerdem. Bauen wir noch 3 Clipper Transporter dazu, damit wir auch die gesamte Armee transportieren können.
So, hervorragend. Die Militanz sinkt. Wow, in Eritrea, da ist mir wurscht. Die paar Leute dort sind. Wäre irgendwie schön, wenn man langsam eine irgendwelche Reformen einführen könnten. Wie gesagt, Presse oder so wäre schon ganz nett. Prozent, das wird nie was in der Geschwindigkeit. Weinproduktion verbessert, auch nicht schlecht. Okay. So, du fährst mal nach Djibouti und wenn ihr dort seid, erklären wir mal den Krieg. Und dann kann man da unten auch kolonialisieren. So. Warum ja, haben wir gesagt, wollen wir. Gehen wir gleich mal da rein. Wie soll man da jemals Reformen machen, wenn die einzigen, die gewinnen, die Reaktionären sind? Vielleicht sollten wir die Partei, die Heimatpartei, ändern. Achso, die warten schon. Auf jeden Fall gibt es jetzt nicht mehr den Jemen, der gegen uns antreten kann. Ja klar, hast schon recht, du Idiot. Sagt einmal, Russen, seid ihr irre? Wieso habt ihr euch da rausdrängen lassen? Jetzt habe ich wieder minus 295 Gebiete. Ah. Aber wir sind schon 10. industriell gesehen. Bist du wahnsinnig? Nicht schlecht. Okay, du wartest da halt einfach. So, Eisenbahn. Nochmal Halbautomatisierung. Oder Dampfturbine. Oder machen wir da was. Machen wir mal Romantik. Das kostet nichts. Und dann machen wir wieder ein bisschen was Heertechnisches. Apropos Heertechnisch. Nö, du fährst gleich da nach Hause. Was tust du? Ach so, meine Güte, ich bin so dumm. Ich habe die Flotte nicht mehr angewählt gehabt. Auf nach Gonda. Ich
glaube, das nächste Mal können wir dann eh gleich ein Protektorat gründen. Yes. Fabriken werden noch billiger. Was ist mit euch? Ja, okay, passt. Schipernackel, komm doch gleich mal zurück. Das war schnell und einfach. So, dafür können wir jetzt. Haha. Das und das können wir nicht. Ha. Zu wenig Kolonialpunkte. Das können wir, nachdem wir das da in unserem Gebiet haben, aber trotzdem machen. Vor allem bringt das Prestige und das bringt uns wieder näher an den Großmachtstatus. Sehr gut. Ausgezeichnet. Das war jetzt einfach. So, auf nach Karachi mit euch. Achso, na gut. Müssen wir halt warten. Bis wir dort sind. So, du gehst nach Djibouti. Das nächste Mal. Er hat jetzt nur noch drei Regionen, oder? Zwei sogar nur noch. Eins, zwei. Nächstes Mal können wir ihn sicherlich ein Protektorat gründen. Dann haben wir es ganz kolonialisiert quasi. Ganz Ägypten ist dann indisch. Ganz Äthiopien ist dann indisch, so. Hey, und wir haben schon wieder einen Krieg. Einen großen, den ich nicht gesehen habe. Was haben wir diesmal? Oh, diesmal führt Frankreich gegen Russland Krieg. Wir wollen Katalonien erobern. Na, schaut was an. Das könnte eine Möglichkeit sein, für Österreich mal einen Krieg zu gewinnen. Obwohl sie führen gegen Russland Krieg. Ob sie das schaffen? Schauen wir mal, wie schaut das aus. Österreich, Frankreich gegen Russland, Portugal, Spanien. Also Frankreich sollte locker mit den zwei fertig werden, aber Österreich gegen Russland, das ist so eine Sache. Je nachdem, wie Österreich Russland jetzt abschneidet, weiß ich wenigstens gleich, ob ich auf Russland zählen kann im Kampf gegen Großbritannien oder eben nicht. So, wir machen wieder Armee. Machen wir mal da weiter. Sind die Beziehungen zu den USA und zu Frankreich. Die sollen uns alle mögen, wenn geht. Oh Gott. Ich glaube, ich kann auf Russland sowieso Russland. Ah, sie versuchen hier wieder gut Freund mit mir zu werden. Das freut mich. Oh, da haben wir ja Rebellen. Woher kommen die? Wieso sagt mir das Spiel das nichts? Nein, 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 nicht da. Ah, geh nach Balk. Was? Seit wann
Ah, das ist eine Truppe, die ich gebaut habe. Und die rebelliert. Na, sowas. Hey, ich kann ja Armeen bauen. So, ihr kriegt einen neuen Anführer als erstes. Du bist gut. Zweitens. Diese Armee braucht einen Husaren. Und eine Nahkampfeinheit. Puh, und danach überlegen wir uns gleich noch eine vierte Armee. So, du bist da hier. So, Flotte, zurück nach Karachi. Eine internationale Krise. Ausgezeichnet. Frankreich sich dazu entschlossen hat, Lettland im aktuellen. Warte mal. Das heißt, die müssen wieder Frieden geschlossen haben. Ansonsten könnten sie nicht in diesem Konflikt teilnehmen. Alle Großmächte sind möglicherweise involviert. Mit etwas Glück ist das die Chance, die ich brauche. Die wollen Russland unterstützen. Ah, die auch. Aber nicht so wirklich. Die auch. Oi, nein, es wird kein Krieg werden. Die auch. Und die unterstützen Frankreich. Naja. Nein, das wird kein Krieg. Frankreich, Österreich ist nicht stark. Oh. Das ist interessant. Baut in Südfinnland ab, na schon was haben. Noch mehr Russisch jetzt. Ich weiß nicht, ob das ein kluger Zug war von Frankreich. Also müssen jetzt fast durchziehen, das Ganze. Wir sollten unser Heer modernisieren. Sehr, sehr schnell und sehr, sehr stark. Weil jetzt könnte es bald zu Kriegen kommen. So, hier 12. Fahrt nach Djibouti und in Djibouti. Ah, ich kann ja schon. Ach Gott, ich bin ein Idiot. Ich habe Eisenbahn entdeckt, entwickelt, ent irgendwas. Ich kann ja Eisenbahnen ausbauen. Ich bin so dumm. So. Eisenbahn. Okay, wir können mehr Leute mobilisieren. Ja, das Zeitalter des Nationalismus bricht an. Das bedeutet im Endeffekt, dass Kriege unangenehmer werden.
häufiger und auch heftiger. Schauen wir mal. Irgendwann einmal sollte jetzt in nächster Zeit das Ereignis kommen, dass, wenn zu viele Länder an einem Krieg beteiligt sind, es zu einem Weltkrieg kommt. Okay, aber wenn sich Italien und Deutschland dafür entscheiden, auf russische Seite zu gehen, dann kommt es zu keinem Krieg. Und Italien wird sich dazu entscheiden. Deutschland vielleicht nicht. Die sind nämlich stark im Minus für beide Entscheidungen. Das heißt, die könnten neutral bleiben. Wenn die neutral bleiben, naja, trotzdem. Trotzdem. Ja, dachte ich es mir. Kein Krieg. Kein Krieg. Ja, und Frankreich hat die Position schon wieder an Großbritannien verloren. Obwohl Großbritannien hat eigentlich ein relativ schwaches Heer. 197. Die sind ja gerade mal um 130 Punkte stärker als wir. So, was haben wir da? Einmal Garde, du gehst daher. Was ist das? Einmal Garde, du bleibst mal da. Was ist das? Einmal Hussar, du kommst daher. Gut. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Ja, da warten wir noch, bis die alle fertig sind. Okay. Dann, was machen wir als nächstes? Ah. Weiter. Wir müssen da mal ein bisschen aufholen, damit wir in einem Krieg gegen Großbritannien in irgendeiner Weise eine Chance haben. Wenn wir gegen die eine Chance haben wollen, müssen wir militärisch zumindest gleich stark sein wie sie. Und zwar von der Technologie her, weil gleich stark wie sie werden wir sowieso nicht sein. Achso. Okay. Das nächste Mal werden wir dann vielleicht wieder etwas mehr in Kultur investieren. Ja, wer weiß. So, die dritte ganze Armee. Perfekt. Ah, dann machen wir noch. Oho. Zuerst machen wir noch. Oh oh. 1, 2, 3. Mal. So, ich glaube, das müsste dann auch passen. Oder ein Husan oder so. Irgendwas fehlt uns. Irgendwas fehlt uns dann, glaube ich, noch von der vierten Armee. Aber rein theoretisch müssten wir 4 Armeen bauen können. Jetzt, wir haben 40 Soldaten. Ausgezeichnet. Prestigemäßig sind wir jetzt auch etwas gestiegen. Hervorragend. Okay, Großbritannien kämpft um meine Liebe. Um ehrlich zu sein, ich kann euch echt nicht ausstehen. Gut, ich glaube, wir sollten in Djibouti voll sein.
Kunstdünger. Na, was habe ich gesagt? Industrielle Revolution. Ups. Und ein neues Gebiet. Ausgezeichnet. Sehr weit dann wirklich. Gut, dann schauen wir mal bevölkerungsmäßig. Vielleicht Eritrea. Wie schaut denn das aus? Wie viele Puncher? 5,7%. Vielleicht sollten wir das wegtun und da Bürokraten fördern, weil wenn das ein Staat von mir ist. Ein Staat von mir ist. Dann können wir dort auch Fabriken reinbauen. Außerdem bringt es noch mehr Prestige. So, zurück nach Djibouti. Ich glaube, wir brauchen noch einen Husaren. Paar Stunden Husaren. Wow, militärmäßig sind wir jetzt auch, wenn wir jetzt auch langsam groß und stark. Romantische Musik. Wir haben 100 Prestigepunkte erreicht. Hurra! Wir haben jetzt insgesamt wie viele Punkte? 303. Der 8. hat 506 Punkte. Österreich ist jeder Achte, ja. Das heißt, 200 Punkte müssen wir da echt noch aufholen. Das ist viel. Wollen wir das in dem Spiel noch schaffen? Naja, vielleicht irgendwann mal wird sich wohl ein Kriegsgrund gegen Großbritannien ausgehen. Und wenn wir militärisch stärker sind. Sollte das auch nicht mehr so schlimm sein. Dali, nein. Jason, nein. Karak, vielleicht. War nicht schlecht, aber er verliert Moral. Ach ja. Oh, Ranchi, den nehmen wir. Plus 50% Moral noch zusätzlich. So, Armeeentscheidungsfindung, noch mehr Moral und Militärtaktiken. Ausgezeichnet. Dann schauen wir mal. Funktionalismus. Okay, vielleicht sollten wir da eine andere Partei einstellen. Was können wir denn einstellen? Wir können nur diese drei einstellen. Volles Bürgerrecht wäre echt cool, aber Pazifismus ist echt eine Vorgabe. Ah, das ist gut.
Da hätten wir auch Staatskapitalismus pro Militär. Versuchen wir es mal eine Weile mit den Liberalen. Wir können sie ja noch immer wechseln. Vielleicht können wir damit auch. Ah, warte mal, Großbritannien führt Krieg gegen Transvaal. Echt jetzt? Den Burenkrieg. Oh. Ach, naja, gut. Das mag jetzt nicht das sein. Was man sich halt so vorstellt. Juhu, wir sind bei Frankreich auf Null. Beziehungsmäßig. Hey, Nepal möchte wieder mit mir verbündet sein. Ich bin einfach so supi. Wieso habe ich jetzt nur noch eine Militärstärke von 40? Frage ich mich gerade. Ah, wegen dem Pazifismus. Ha! Oh Gott, Pazifismus ist ja schrecklich. Gut, ich glaube, die werden wir dann wieder entsorgen. Schon allein deswegen, weil sie mir die ganzen Fabriken zumachen. Ah! Okay. Das war nicht gut. Liberale sind nicht gut. Nein, warte, das wollte ich nicht. Wir brauchen Bevölkerung. Wir werden da jetzt mal anfangen, Kapitalisten zu fördern. Wir brauchen Kapitalisten, weil wenn wir laissez-faire machen, dann muss irgendjemand anderer die Fabriken bauen als ich. Passt. Vierte Armee. Wo stellen wir die hin? Möglichst so, dass sie nirgends im Weg ist. Daher. Gut. 1, 2, 3, 4. 5. Okay. Was ist das? Oh. Na klar, machen wir doch. 5. So, dann haben wir 1, 2. 1, 2, 3. Passt. Und wir haben unsere 5. Armee. Zellstofffabrik erhöht unsere Papierproduktionsleistung. Und Transvaal ist auch annektiert worden. Na gut, an dieser Stelle, Herrschaften, wir bauen gerade unsere 5. Armee. Hören wir für heute wieder auf. Oh Gott, was sind das für Truppen? Ich kann ihn nur angreifen, wenn er gerade irgendeinen Weltkrieg startet. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich diese ganzen Truppen loswerde. Oder halt mit irgendwelchen Verbündeten, aber Russland ist mir ja gerade abhanden gekommen als Verbündeter. Hm. Wie schaut das aus, Russland? Minus 146? Ach, weh.
Warum eigentlich so stark? Wenig. Na okay, was soll ich machen? Kann man jetzt auch nichts tun. Idiot, jetzt habe ich dir einen Diplomaten geschickt. Naja, gut. Gut, Herrschaften, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.